Lasst uns über die 15 größten Transferflops der Fußballgeschichte sprechen. Oh my goodness. Und unsere Nummer 15 ist ein wenig umstritten. Genau wie der Spieler Zlatan Ibrahimovic. Der schwedische Star wechselte 2009 von Inter Mailand nach Barcelona. Barca zahlte Inter Mailand rund 50 Millionen Euro und gab außerdem noch Samuel Eto'o dazu, um Zlatan zu holen. Damals ein ziemlich großer Deal. Während Ibrahimovic auf dem Feld eine ordentliche Leistung zeigte und in 46 Spielen 22 Tore erzielte, war seine Zeit beim Verein von kleinen Quereleien außerhalb des Spielfelds geprägt. Zlatan fühlte sich nie wohl in Guardiolas System. Dieses war um Spieler wie Xavi, Iniesta und Messi herum aufgebaut. Und Ibra hatte das Gefühl, dass er in der Taktik des Teams nicht effektiv eingesetzt wurde. Seine Meinung zu dem Ganzen? Ihr habt ein Ferrari gekauft und fahrt ihn wie eine Fiat. Ende vom Lied. Ibrahimovic verließ den Verein trotz seiner Torjägerqualitäten nach nur einer Saison und wechselte zum AC Mailand. Und das war zwar ein teurer Transferfehler von Barca, aber wartet ab, was noch kommt. Ein Transfer hätte einen Verein fast in den Bankrott getrieben. Aber zuerst müssen wir über Alexis Sanchez sprechen. Früher nannten sie ihn den Wunderjungen. Ich glaube jedoch nicht, dass Fans von Manchester United jemals diesen Spitznamen für den chilenischen Spieler verwendet haben. Die Ankunft von Alexis Sanchez bei Manchester United galt als ganz großer Coup, da es Man U gelang, ihn vom Rivalen Arsenal zu verpflichten. Um sich seine Dienste zu sichern, bot United Sanchez einen Vertrag im Wert von fast 500.000 Euro pro Woche an, was ihn zu einem der bestbezahltesten Spieler der Liga machte. Allerdings entsprach die Leistung von Sanchez bei Manchester United nicht den Erwartungen. Er tat sich schwer auf dem Platz, erzielte in 32 Einsätzen nur 3 Premier League Tore, seine Form verschlechterte sich drastisch und sein Vertrag wurde zu einer Belastung für den Verein. Ich meine, 500.000 pro Woche? Puh. Außerdem sorgte Sanchez hohes Gehalt bei United in Kombination mit seiner schlechten Leistung dafür, dass andere Spieler verärgert waren. Warum zahlen die dem so viel Geld? Er verließ den Verein nach 1,5 Jahren, aber dieser Transfer gilt bis heute als einer der schlechtesten Transfers in der Geschichte der Premier League. Und hey, diese Liga ist eine der besten im Fußball mit großartigen Spielern, aber trotz alledem besticht sie auch mit einigen der schlimmsten Transferflops in der Geschichte. Rodriguez! Harry Maguire. Zu seiner Zeit bei Leicester City zeigte er großes Potenzial und erregte die Aufmerksamkeit von Spitzenclubs in ganz England. Doch dann kam der Riesentransfer zu Manchester United im Jahr 2019 mit einer wahnsinnigen Ablösesumme von rund 90 Millionen Euro. Eine Rekordablösesumme für einen Verteidiger. Die Vorfreude war riesig und die Fans erwarteten, dass Maguire die Verteidigung von Man United zusammenhalten würde. Ja, ihr seht, Maguires Leistungen im Old Trafford waren weit weg von den Erwartungen. Wir aber haben zumindest lustige Memes bekommen. Harry Maguire! Wisst ihr, manchmal ist Fußball unerklärlich. Es gibt zum Beispiel viele großartige Spieler, die aus unerklärlichen Gründen ihre Leistungen beim neuen Verein einfach nicht wiederholen können. Was uns zu Fernando Torres führt. Torres war ein Star bei Atletico Madrid. Dann wurde er mit einer Wahnsinnsdebütsaison mit 33 Toren zur Liverpool-Legende. Doch dann ging er zu Chelsea für etwa 60 Millionen Euro. Und Torres schien nicht mehr derselbe Spieler zu sein. Torres! Und ja, obwohl er einige entscheidende Tore schoss, fehlte ihm einfach die Konstanz. Er hat dort die Champions League gewonnen, aber insgesamt war sein Einfluss bei Chelsea gering. Lasst uns ein paar Jahre zurückgehen. Die Transfersummen waren etwas geringer, aber auch damals gab es Riesenflops. Im Jahr 2006 hatte Chelsea große Ambitionen und hatte ein Auge auf den Champions League Titel geworfen. Und Shevchenko sollte ihr goldenes Ticket werden. Deswegen holten sie ihn für einen rekordverdächtigen Betrag von 44 Millionen Euro. Ja, das war damals viel Geld. Heute ist das Spielgeld für manche Clubs Saudi-Arabien. Nur leider klappte dieser Transfer so überhaupt nicht. Shevchenkos Spielstil widersprach völlig dem schnellen Tempo der Premier League. Und Verletzungen machten das Ganze noch schlimmer für ihn. Er kehrte zum AC Mailand zurück, aber sein Funke war erloschen. Und ein einstmals genialer Stürmer kämpfte vergeblich um seine frühere Form. Ein paar Jahre später passierte einem brasilianischen Weltklasse-Spieler etwas ganz Ähnliches. Kaká. Sein Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2009 war vielversprechend und machte ihn mit einer Ablösesumme von 68 Millionen Euro zum teuersten Spieler der Welt. Doch Verletzungen, Operationen und Rückschläge prägten seine Zeit bei Madrid. Dann spielte sich auch noch Özil in die Startelf und Kaká wurde ein Riesenflop für Madrid. Aber Kaká war nicht der einzige Flop für Real Madrid. Der nächste Spieler war ebenfalls ein aufstrebender Star aus Südamerika, der mit den Erwartungen von Madrid nicht mithalten konnte.
James Rodriguez, der Star der Weltmeisterschaft 2014, erregte die Aufmerksamkeit von Real Madrid, die ihn für rund 80 Millionen Euro von Monaco kauften. Trainer Ancelotti war ein großer Fan des Spielers, aber Rafa Benitez und Zinedine Zidane nicht so sehr. Madrid verlieh ihn schließlich an den FC Bayern und er schien unter Trainer Jupp Heynckes Fuß zu fassen. Aber Bayern entschied sich nicht, ihn nach der Leihe zu kaufen und so kehrte er nach Madrid zurück, absolvierte nur 8 Einsätze und ging dann umsonst nach Everton. Und von Madrid aus gehen wir zum Erzrivalen Barcelona, denn auch dort gab es einige Flops. Und zuerst müssen wir über Philippe Coutinho sprechen. Neymar hatte den Verein gerade für 220 Millionen Euro nach Paris verlassen und Barca hatte noch etwas Geld übrig. Und sie gaben rund 160 Millionen Euro für Coutinho aus und hofften, dass dieser in die Fußstapfen von Neymar treten würde. Er lief leider nicht so wie geplant. Coutinho begann ganz gut und glänzte mit Toren und Assists, doch seine bevorzugte Position war die von Messi. Und ich meine, war klar, dass Coutinho woanders spielen müsste. Außerdem war seine Form nicht konstant und die Barca-Fans sehnten sich verzweifelt nach seiner Form bei Liverpool. Er wurde an Bayern ausgeliehen und hey, er hat dort einige Male sein Können aufblitzen lassen, aber auch das war nicht genug und er musste zu Barca zurück, wo sein Funke dann komplett verblasste. Und nachdem Barcelona finanzielle Probleme hatte und Coutinhos Gehalt riesig war, verkauften sie ihn im Jahr 2022 für 20 Millionen Euro an Aston Villa. Das ist mal eine effektive Art und Weise, Geld zu verbrennen. Wir nähern uns den Top-Flops. Und was meint ihr? Was ist eurer Meinung nach der größere Transferfehler? Coutinho oder James Rodriguez? Schreibt mir in den Kommentaren. Kommen wir nun zurück zur Liga mit dem meisten Geld, der Premier League. Im Jahr 2014 kaufte Manchester United Di Maria für einen Rekordtransfer von rund 75 Millionen Euro von Real Madrid. Die Erwartungen waren hoch, aber nur 4 Tore in 32 Spielen sagten alles. Das Urteil des Telegraph, der schlechteste Neuzugang der Saison. Die Lösung? Man U verkaufte ihn nach nur einer Saison für etwa 60 Millionen Euro an PSG. Ja, die haben zwar immer noch ein bisschen Geld verdient dabei, aber trotzdem, was für ein Flop. Das Interessante, danach war er super erfolgreich. Er war ein wichtiger Spieler bei Paris, Juventus und jetzt bei Benfica. Und natürlich beim Gewinn der Weltmeisterschaft. Scheint mir fast so, als würden Spieler ihre Form verlieren, wenn sie zu Manchester United wechseln. Naja, lasst uns zu unserem nächsten Spieler gehen, einem Transfer von, da schau mal einer an, Manchester United. Und der Spieler? Paul Pogba. Die Story ist besonders lustig, weil Paul den Club nicht nur einmal, sondern zweimal verlassen hat. Beide Male umsonst. Er kam 2009 zu Man U, aber da er dort nicht viel spielte, entschied er sich 2012 für einen Wechsel zu Juventus. Dann im Jahr 2016 beschloss Man U ihn zurückzubringen für 105 Millionen Euro. Dennoch war seine Zeit von eher durchschnittlichen Leistungen geprägt und 2022 verlas er dann United und kehrte zurück zu Juventus. Und Juve zahlte nichts. Nun zu einem anderen französischen Spieler, Ousmane Dembélé. Der Flügelspieler hatte ja eine fantastische Saison in Dortmund, die Barcelona davon überzeugte, viel Geld in die Hand zu nehmen. Fast 130 Millionen Euro, um genau zu sein. Aber seine Zeit bei Barca war voller Misserfolge. Ja, er hatte auch dort tolle Momente, aber er spielte nicht konstant gut wie in Dortmund. Dembélé versetzt Alaba und schweißt ein. Außerdem schien es, dass er keine Disziplin hatte und er hatte viele kleine Verletzungen. Er blieb lange auf, um zu zocken und seine Ernährung bestand aus viel Fastfood, was ja anscheinend nicht das Beste ist für einen Fußballspieler. Das Ende vom Lied? Er wechselte im Sommer 2023 zu PSG für 50 Millionen Euro. Zumindest hat Barca noch ein bisschen Geld zurückbekommen, aber trotzdem ganz schön viel Geld verbrannt. Wir sind fast in unseren Top 3 und einer, der die ganz knapp verpasste, ist Joao Felix. Ein enttäuschender Transfer für Atletico und Chelsea. Im Jahr 2019 zahlte Atletico 126 Millionen Euro, die zweithöchste Ablösesumme aller Zeiten für einen Teenager. Und alles begann vielversprechend. Er half Madrid, die Liga zu gewinnen, doch dann verschlechterte sich seine Form drastisch und Trainer Simeone setzte nicht mehr auf ihn. Im Jahr 2023 haben sie ihn dann an Chelsea verliehen, die ihn unbedingt haben wollten. Aber auch bei Chelsea war er eine völlige Enttäuschung und am Ende der Saison entschied sich Chelsea, ihn nicht zu kaufen. Also kehrte Joao nach Atletico zurück, die ihn dann an Barcelona ausliehen. Und ja, wir werden sehen, ob er dort noch groß rauskommt. Bisher müssen wir aber sagen, dass die 126 Millionen eine ordentliche Fehlinvestition waren. Sorry, Joao. Und nun zu einem Weltmeister. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann war ein Biest bei Atletico Madrid und auch in der französischen Nationalmannschaft. Ich meine, er half ihr zum WM-Sieg 2018.
Also dachte sich Barca im Jahr 2019, hey, ich habe zwar einige finanzielle Probleme, aber dieser Junge scheint eine großartige Investition zu sein. Also kauften sie ihn für 120 Millionen Euro. Lief aber nicht so gut. Er wurde oft als linker Flügelspieler eingesetzt, was nicht seine ideale Position war. Und dann entschloss sich Barca aufgrund finanzieller Probleme, einige teure Spieler loszuwerden. Und Griezmann kehrte auf Leihbasis zu Atletico zurück und wurde dann 2022 für 20 Millionen Euro zurückgekauft. Und bevor jetzt einige von euch wütend schreiben, hey, der war ja gar nicht so schlecht bei Barca, aber er ist unsere Nummer 3 für all die finanziellen Schwierigkeiten, die er dem Verein beschert hat. Ich meine, für 120 Millionen gekauft, für 20 Millionen verkauft, das ist 100 Millionen Euro minus. Und ich bin mir sicher, dass sein Gehalt auch nicht gerade wenig war. Und jetzt unsere Nummer 2, Romelu Lukaku. Der machte sich zunächst bei Everton einen Namen, wo er zu einem der besten Stürmer Europas wurde. Still going. Von dort ging er nach Manchester für etwa 75 Millionen Euro plus Zuschläge von etwa 15 Millionen. Aber dann der alte Old Trafford-Fluch. Er verlor seine Form und nach 2 Jahren ging er für etwa 80 Millionen Euro zu Inter Mailand. Dort spielte er gut und 2021 ging es zurück nach England zu Chelsea für rund 110 Millionen Euro. Aber da hatte er Mühe, seine ursprüngliche Form zu finden. Er begann, den Verein zu kritisieren und sprach oft über seine alte Liebe Inter Mailand. Ja, kleiner Tipp, Leute, nie eine gute Idee, über seine Ex zu reden, besonders wenn die aktuelle Beziehung nicht so toll ist. Nur ein Jahr später wurde Lukaku wieder an Inter ausgeliehen und im Laufe seiner Karriere zahlten Vereine insgesamt rund 333 Millionen Euro Ablösesumme. Viel zu viel, wenn ihr mich fragt. Generell ist alles in den letzten Monaten super teuer geworden. Ich meine, habt ihr gesehen, dass DAZN die Preise schon wieder erhöht hat? Daher abonniert uns lieber, dieser Kanal wird immer kostenlos für euch sein. Und bevor wir jetzt über unsere Nummer 1 sprechen, hier einige Transfers, die es fast auf die Liste geschafft hätten. Timo Werner bei Chelsea. Puh, ein großer Fehlschlag. Jadon Sancho in Manchester. Oh Mann. Sadio Mané und Bayern. Ja. Aber sie alle sind nichts im Vergleich zu unserem größten Transferflop. Eden Hazard. Der belgische Spieler wechselte 2019 für 115 Millionen Euro zu Real Madrid und die Erwartungen waren hoch. Er sollte in Ronaldos Fußstapfen treten. Und wie kam Hazard beim Verein an? Mit Übergewicht. In seiner ersten Saison schoss er nur ein Tor und insgesamt erzielte er in 76 Einsätzen über 4 Jahre hinweg nur 7 Tore. Und ja, wir müssen fair sein, er hatte dort einige Verletzungen, aber selbst als er fit war, war er Welten entfernt von dem Spieler, den wir bei Chelsea gesehen haben. Daher das traurige Ende, Madrid und Hazard haben ihren Vertrag im Sommer 2023 aufgelöst. Aber habt ihr euch schon immer mal gefragt, für welche verrückten Dinge Fußballspieler ihr Geld ausgeben? Falls ja, dann schaut euch mal dieses Video an.